Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14, dem Karrieremodus. Den wählen wir dann auch direkt mal an. Im letzten Spiel, wie wir es gerade eben schon gesehen haben, 6:0 gewonnen. Das war eindeutig, das war dominant. Ich habe ein paar Torjubel nachgesehen, aber die ich haben wollte, kann man erst später freischalten. Ich bin ja in Anführungszeichen nur Level 41 jetzt bei FIFA. Aber für meinen Torjubel muss man Level 46 sein. Wer jetzt daran erkannt hat, welcher Torjubel es ist, herzlichen Glückwunsch, du bekommst einen Keks irgendwann mal zugeschickt. Bleibt aber eine Überraschung, also sei gespannt, wann es denn soweit ist. So, und hier sind wir wieder, Torrejón, genau, da haben wir aufgehört. Die Chancen stehen 50-50 zum Einsatz im Eröffnungsspiel. Aber der ist so hässlich, ich weiß nicht, ob ich den spielen lassen soll. Ist echt noch so ein kleiner Zwiespalt bei mir, okay, und da. Die Pressekonferenz zum ersten Spiel, sie rückt immer näher. Das erste Spiel ist ja das Pokalspiel, so ein Transferangebot für Mohamedou Idrissou. Ich glaube nicht, mein Freund. 1,6 mit 11,2 können wir drüber reden, ob du ihn bekommst. Weil bis jetzt das war einfach unfassbar, was er gespielt hat. Sehr, sehr starker Spieler, sehr präsent, trotz seinen 33 Jahren, wie ich gerade schon gesehen habe. Da muss man sich da schon fast für einen Nachwuchsstürmer umschauen. Aber das hat gewiss alles noch Zeit. Ach stimmt, genau. Einen hatte ich auch noch auf dem Schirm. Eine Veränderung noch. Da möchte ich aber zuerst kurz noch was nachschauen. So, Transferangebot, dass er nicht so viel wert ist, war mir klar. Pressekonferenz, gehen wir kurz rein. Sagen mal Hallo und loben natürlich unseren ersten FCK. Der hat gut gespielt. Und ob sich das auswirkt oder so, das weiß ich eigentlich bis jetzt immer noch nicht. Aber Transfers hätte ich gerne mal, obwohl Mannschaft... Nee, doch. Transfer, ich suche nach einem... Spieler, nämlich Ulreich. Ich hoffe, er wird in einem L geschrieben, ansonsten muss ich gleich nochmal neu suchen. Ja, der Torwart von Stuttgart. Ich weiß nicht, wie viel er verdient, aber eine Leihe wäre, denke ich mal, recht nett. Da unser Sippel, ich weiß es nicht. Der hat bis jetzt zwar ganz gut gehalten, noch kein Gegentor kassiert, aber nichtsdestotrotz ist das ja nicht so der Vorzeige-Torwart. Und doch, er wird nur einem geschrieben, Sven Ulreich da, 25, ist glaube ich auch einiges jünger als der Herr Sippel und deswegen eine ganze Saison, künftige Ablöse nicht festgesetzt und auf geht's. Ach, der kriegt 50.000 pro Woche, okay. Okay, dann habe ich aber noch einen. Dann habe ich noch einen. Ich hätte nicht gedacht, dass er so viel verdient. Trapp noch, Kevin Trapp heißt er glaube ich von... Frankfurt, wenn der allerdings auch ein zu hohes Gehalt hat, dann ist es leider so. Dann werden wir mit Herrn Sippel, ich glaube, er heißt Tobias mit Vornamen, aber das muss ich gleich unbedingt mal nachschauen. Ansonsten werden wir mit ihm auskommen müssen. Ja, es lädt, es lädt, es lädt. Es sucht so viele Traps, gibt es doch garantiert nicht. Natürlich nur einen Kevin Trapp. Und er verdient. Bei nur viel Zeit auf Interesse an ihm, er verdient. 45.000 damit leider auch. Bei weitem nicht in unserem Budget. So bleibt Sippel unser Spieler, unser Torwart. Und das Spiel gegen VfR Aalen rückt immer näher. Die Mannschaft, die bis jetzt immer nur unentschieden gespielt hat. Ich hoffe natürlich nicht, dass jetzt aber am Anfang hier gegen uns unentschieden zu spielen. Das wäre ja frech. Ja, Torrejón, schön, dass du einsatzbereit bist. Ich werde dich aber nicht spielen lassen. Marcel Gauss, du bist doch schon in der Anfangsaufstellung, oder? Was willst du denn? Milan verhandelt mit Chelsea über einen Tschech-Wechsel. So, dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal rein. So, Büro, guten Tag. Zwei Nachrichten von uns Spielern. Upsala. So, ich bin einsatzbereit. Ich würde Ihnen sagen, dass ich noch nicht ganz erholt bin, aber mich trotzdem bereit fühle. Hoffentlich werde ich am nächsten Sonntag für eingesetzt. Das würde mir viel bedeuten. Ja, ich glaube schon, dass du in der, dass du im Einsatz bist. Allerdings war deine Position ja nicht sicher. Ein Heimspiel gegen Aalen. Und schauen wir mal. Wenn wir jetzt spielen lassen, Heimtrikot gegen Heimtrikot, wunderbar, das passt. Gauss, mal schauen, ist im Startaufgebot. Ja, ist er. Und jetzt, das muss ich jetzt bitte mal kurz nachgucken. Wie heißt er denn? Dachte, da steht da. Ich bin so ein Affe. Tobias Sippel, hatte ich recht gehabt. So, und dann hier Torrejón bekommt seine Chance. Wenn du es allerdings verkackst, Junge, dann hast du ein Problem. Orban wird dafür wieder gehen.
Und ich muss nicht so viele Nahaufnahmen von dem Spieler sehen, das ist ja echt grausam. So, Profi, 4 Minuten heiteres Wetter in Kaiserslautern gegen VfR Aalen. Unseren Gegner in der ersten Runde des Pokals. Oh, wie stark war der denn geschossen? Sippel, Mann, halt ihn doch. Die Challenge habe ich übrigens mit Manuel Neuer abgeschlossen. Das ist ja doch nochmal ein anderes Kaliber. Manuel Neuer zu verpflichten für Lautern, das wäre natürlich auch ein Ding. Ich würde sagen, wir sparen erstmal. Ich bin mit meiner Mannschaft jetzt bis jetzt so zufrieden. Ich würde sagen, wir sparen, bis wir so 10, 15 Millionen haben, dann lassen wir es mal krachen. Und so erholt sich wieder mal direkt den Ball auf Ring. Karl und Matmur. Karim Matmur auf Dick. Ach, Matmur erneut. Max Meyer vorne ganz frei. War es abwärts oder nicht? Nein, dann steht 1-0 durch Mo Idrissou. Und ein neuer Torjubel, den ich ihm gerne geben will, ist dieser. Also, ja, der Kopfball war natürlich schon schön, aber die Vorarbeit von Matmo Aufmeier, die war unglaublich. Und dann legt er clever rüber. Also steht jetzt nach 5 Minuten im Pokal schon 1-0 für uns. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, warum wir bis jetzt noch keinen wahren Gegner gefunden haben. Aber auf Weltklasse zu stellen, habe ich immer wieder gemerkt, es ist ein Riesenunterschied. Und dann gewinnen wir auf einmal keine Spiele mehr. Ich komme zu, diesmal andersrum, auf Max Meyer. 2-0. Er bekommt dann hier den Salto. Der gute Max Meyer ist ja klein und wendig. Das war zweimal einfach die Abwehr von Aalen. Ich weiß nicht, was mit denen los ist, dass sie auch im ersten Spiel gar kein Tor, Gegentor passiert haben. Auf jeden Fall 9 Minuten, 2-0. Und wenn es wirklich so weitergeht, werde ich vielleicht doch auf Weltklasse stellen. Und jetzt werde ich schon sauer. Das habe ich auch noch nicht vom Gegner. Das habe ich noch nicht vom Computergegner gesehen. Dass sie sauer werden, einfach nur draufbolzen. Und das ist ein schlechter Pass auf Max Meyer. Aber ich bin natürlich auch frisch ausgeruht, da es eine neue Aufnahme ist. Die ersten drei Parts hatte ich ja am Stück aufgenommen. Idrissou, raus, trifft nicht. Unglaublich. Müsste ich eigentlich direkt auswechseln, aber gut, ich lasse es nochmal. Das ist also, es liegt ja jetzt nicht unbedingt an Profi, würde ich sagen. Die Abwehr von denen ist einfach bis jetzt noch nicht angekommen. Keine Ahnung, die sind noch im Urlaub. Die haben sich noch nicht darauf eingestellt, dass jetzt Pokal-Time ist, wo man eigentlich kämpfen und beißen sollte. Aber das ist denen anscheinend reichlich egal. Und da hat man mit dem schlechten Pass. Meyer, Max Meyer wieder. Nimmt Gauss mit, überläuft ihn und da ist Matmur allein in der Mitte. Kein Verteidiger Bock. Oh Gott, Leute, es tut mir leid. Ich weiß, woran es liegt. Ich würde das Spiel gerne neu starten. Kann ich nicht. Ah, jetzt weiß ich. Ich merke es jetzt erst. Ist das peinlich. Hier dran liegt es. Ich habe denen ihre Geschwindigkeit runtergestellt. Damit, oh Mann. Damit die... Diese Flanke verarbeiten. Damit ich die Torjubel testen konnte. Das ist natürlich jetzt blöd gelaufen. Und so würde ich auch sagen... Gehen wir aus Fairnessgründen. Zwei Eigentore rein. Auf geht's. Sippel, mach ihn, Jungen. Denn so wollen wir ja hier nicht gewinnen. Es tut mir leid, dass dieser dicke Fehler am Anfang war. Aber das ist immer das Problem beim Karrieremodus. Ich kann das ja jetzt nicht neu starten. Was ein Ding von Max Meyer. Böses Tor. Da kam der Tor nicht mehr dran. Okay. 2-2, weiter geht's. Das ist mir gerade aufgefallen an dem Kopfball. Dass der wirklich kein Verteidiger dahergelaufen ist. Und jetzt wieder richtiges Spiel. Matmur mit Dick. Ah, und jetzt kommen auch endlich mal die Gegner dazwischen. So wird das. Aber jetzt müssen wir natürlich wieder neu anfangen, neu zeigen, was wir können. Ring. Ja. Von etwas weiterer Entfernung. So kann man sagen, dass das Spiel gerade noch bei 26 Minuten beginnt. Zum Glück war das hier nicht in der Liga ein Spiel, denn in der Liga würde ich gerne möglichst lange ohne Gegentor auskommen. Jetzt haben wir ja 2 nur dadurch bekommen, dass ich es ja einfach falsch eingestellt habe. In Part 4 kriegen wir also dann einfach einen dicken Fail hin. Haben wir bis jetzt alles erlebt in dem Ding. Höhen und Tiefen, Fails und Wins, also jetzt unglaublich. Gilt es für diesen Trainer. Jetzt hat er sein erstes Pflichtspiel mit seinem neuen Verein. Und natürlich wird er da ein bisschen mit Nervosität. Also erstes Pflichtspiel mit dem neuen Verein. Froh, aber hier sind die, glaube ich, die Lauterner motiviert. Max May holt sich den Ball. Und da muss... der falsche Pass hätte auf Matmo gehen sollen. Das wäre natürlich jetzt schlimm, wenn wir das Spiel verlieren.
jetzt ist ja noch nichts passiert. Meier macht nur, diesmal kommt der Ball durch. Ja, da Idrissou. In der Mitte ist. Schöne Flanke. Ah, shit. Es gibt Abstoß. Knapp. Da hatte ich eigentlich schon auf Flanke gedrückt, aber das hat er dann wohl nicht mehr schnell genug angenommen. Reischwein auf Bubala. Haben wir Simonek, nee, gegen Junglas. Max Meier. Das war doch kein Tag. Gut, von Max Meier war das Foul nicht, das war ja voll von Simonek. Schimonek, aber naja, gut. So, und wenn jetzt ein Fehlpass kommt, dann hast du ein Problem, mein Freund. Leider nicht. Max Meier, starker Einsatz, kommt allerdings nicht dran mit der Grätsche. Und auf geht's. Boah, Matmur, was ein Pass. In der Drehung macht er den. Und Max Meier bedankt sich nicht mit dem Tor. Ja, Max Meier ist nicht so der klassische Torjäger, muss man leider zugeben. Und so wird die erste Halbzeit wohl mit einem 2:2 zu Ende gehen. Eigentlich würde es 0:0 stehen, da beide Tore von meinem Fail bedingt waren. Aber jetzt ist, glaube ich, auch mal genug darüber zu reden. Und schauen wir mal an die anderen Pokalspiele. 1. FC Köln 1:1 gegen Paderborn. 6 München 1:1 gegen Ingolstadt und Erzgebirge Aue 0:0 gegen Kräuter Fürth. Also alles noch offen. Alle 4 Spiele inklusive unserem Unentschieden. Das wird die zweite Halbzeit, also was ganz, ganz Interessantes. Mo Idrissou. Karim Matmur. Ah, yeah. Das wäre ein Pass geworden. Karl. Mit Matmur. Bubala. Bubala jetzt ein Duell gegen Matmur. Karim Matmur gewinnt es nicht. So kann er auf Junglas spielen. Bubala wieder mit Ab oder Abe. Wie ich setze trotz hier Max Meier. Fehlpass. Junglas wieder am Ball. Aber Max Meier kämpft. Und da schickt er den Falschen. Absolut den Falschen. Wieso spielt er denn da auf Idrissou? Gauss wäre unten frei gewesen. Aber gut. So bleibt es spannend. Chris Löwe hinterher, komm. Situation wurde geklärt. Ring wieder mit dem Ballbesitz. Karten und da sieht er Max Meier laufen. Max Meier startet. Oh, was? Hallo? Das möchte ich mir nochmal in der Wiederholung angucken. Also wenn das kein Foul war, dann weiß ich es nicht. Bitte schaut euch das an. Hier kommt der wunderbare Pass. Und was ist das denn? Kann ich irgendwie nah ranzoomen? Nee, kann ich nicht. Aber es, ihr habt es gerade nochmal gesehen, es war meiner Meinung nach ein ganz, ganz klares Foul an Ring. Ich gerade sehe. Und ich finde, das kann durchaus mal Elfmeter geben. Torrejon, der Mann, der jetzt reinkam, hat sich fast direkt wieder verletzt, als er hingefallen ist. Gauss, starker Einsatz. Aber Lechleiter macht das. Klasse, Fehlpass. Oh Mann. Da hat sich Idrissou den Ball erkämpft und dann reicht es nicht. Schimonek. Idrissou. Weltklasse Pass, Max Meier. Kommt nicht dran und fault dann fast den Gegner. Also zurzeit fallen meine im Strafraum ein bisschen bedenklich auf. Und wenn Max Meier noch ein bisschen läuft, muss ich ihn leider schon wieder auswechseln. Da hat es jetzt seine Kondition absolut nicht reicht. Idrissou, boah, stark in der Fahrrückzieher geklärt. Karl. Idrissou, oben will keiner laufen. Was soll er machen? Was soll er machen? Er spielt den wunderbaren Pass auf Karl. Also der kriegt ihn aber nicht durch. Unsicherheit drin, die Nervosität ist bis hier oben zu spüren. Max Meier hat es wiederum gut gemacht. Und jetzt Chance, Konterchance. Über Reischwein, nicht Reichmann. Karl, holt den Ball. Max Meier, setzt durch, Junge. Idrissou mit dem Stoppfehler. Er macht das alleine. Er ist eigensinnig. Er ist starrsinnig. Das war schlimm. Ich glaube, es war Torrejon, der da fast den Superbock und dann ist er im Abseits. Oh. Mit der Offensive bin ich nicht zufrieden bis jetzt. In einem Pokalspiel, finde ich, da kann man doch mal ein bisschen mehr erwarten. Meier, gut, muss dann wieder raus. Und es wird Ocean kommen, der es letztes Mal schon nicht allzu schlecht gemacht hat. Aber Max Meier empfiehlt einfach die Kondition für 90 Minuten.
Wahrscheinlich liegt es daran, dass er 17 ist. Jetzt zumindest mal eine logische Erklärung. So, Hübner mit dem Ball, aber da wird abgefangen. Ah, ja, ja. Löwe, komm, Chris Löwe. Über Ring. Und Gauss, nee. Wenn er schon so Bälle spielt, dann sollte er den auf einen spielen, der vielleicht noch nicht so lange auf Platz ist. Zum Beispiel, oh schön, Karl. Ballgewinn. Idrissou liegt, wollte ihn zurücklegen auf Außen, bekommt den Ball aber nicht durch. Daraus könnte sich eine Torchance entwickeln. Wenn dann keine Chance mehr gut zugestellt von Ocean und Idrissou, dann muss der Torwart zurückspielen. Torrejon auf Karl, Ocean, schlecht. Aber Karl nochmal. Die verstehen sich blind. Oh, was ein Pass von Ocean. Karl! Da ist doch klar, das hätte die Führung sein müssen. Aber er hat wow. 7 Paraden von Face Shield bis jetzt auf das Tor von Tobias Dippel, noch kein einziger Schuss. Aber wir treffen noch einfach nicht. Die sagt so einiges aus. Dick, Flo. Oh, ich habe gerade gedacht, da wäre vorne am Ball gewesen. Ich hätte jetzt Einwurf zum Gegner gegeben. Trissoum, stark gemacht. Karl wieder. Gauss. Was ein Pass. Der Schiedsrichter sagt, das war. Aber immerhin, wir bekommen den Einwurf. Eckball hat's nicht gereicht. Trotzdem schlechten Pass von Gauss. Vorlage auf sich selbst anscheinend. Was ist denn hier los? Achso, ein Wechsel, deswegen wird's so lang. Nee, doch nicht. Müssen wir warten, bis jemand kommt. Wer kommt? Ocean, komm. Bring den Ball herein. Idrissou, da steht er. Ja, das sieht schon Karl. Aus, aber, und das ist das Entscheidende. Magmo kommt dann nicht an den Ball. Und es geht tatsächlich in die Verlängerung. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir gegen VfR Aalen in die Verlängerung müssen, die da vorher wirklich nicht gut gespielt haben. Idrissou. Ocean. Ocean. Idrissou, ganz frei. Nein, nein, der Pfosten. Der altbekannte Pfosten. Idrissou spielt den Ball an den Pfosten. Und so muss der erste FCK doch in die Verlängerung. Meine Fresse. Köln gewinnt gegen Paderborn, 68 München gewinnt gegen Ingolstadt und Erzgebirge Aue gegen Kräuter Fürth geht ebenfalls in die Verlängerung. Und so muss ich dann leider, es tut mir sehr leid, Idrissou, aber... Er wirkt mir jetzt in letzter Zeit nicht mehr so spritzig, aber na gut. Jensen wird jetzt für Gauss kommen, da ich mit Gauss nicht zufrieden bin bis jetzt. Absolut nicht, tut mir leid, guter Mann. Aber man muss auch mal neue Sachen bringen. Gut. Jensen Idrissou, da er sich doch wieder fast auf die Hälfte hochgebracht hat von der Fitness her, darf er nochmal ran. Zumindest die erste Halbzeit der Verlängerung spielen. Ocean macht das hier ganz wunderbar und fast alleine. Ocean. Idrissou, Matmur! Da haben sie aber jetzt Glück mit dem Blocken. Und da tunnelt er ihn. So was darf nicht passieren. Ocean, komm, auch starke Arbeit nach hinten. Wieder verladen. Matmur, Ocean, Ring. Jetzt kommt hier auch mal Stimmung auf. Was ein Pass! Matmur, das sollte eigentlich hochkommen. Okay, und die Kerze auf ganz trocken auf Simonek. Karl. Ja, wohin mit dem Ball? Das ist jetzt die Frage. Auch schön, wollte es allein machen. Kommt dann aber nicht durch. Auch schon setzt hier bis jetzt mit dem stärksten Einsatz, den ich jetzt gesehen habe. Seit er drin ist. Hat auch fast schon 2 wunderbare Vorlagen gegeben, aber dann hat auch der Pfosten sie gerettet. Und langsam merkt der VfR Aalen, dass es knapp wird und sie müssen auf Zeit spielen. Aber dann darf man sowas nicht machen. Ich dachte, du kommst mit einem Ball. Oder doch? Faul! Faul! Ja. Ja. Elfmeter. Ja. Ganz, ganz klarer Elfmeter. Da kann man sich nochmal anschauen. Ja. Ja. Also, unglaublich in der Gesenz. Und da kann man sich dann nicht beschweren, ne? Endlich mal verdient. Ich dachte, du würdest ungern schießen lassen. So, Elfmeter ist ja nun mal der Beste. Gut, wenn er der Beste ist, dann darf er auch schießen. Und er hält ihn nicht, Idrissou. Da hat der Torwart damit gerechnet, dass er ihn in die Mitte schießt. Aber so ist es eben nicht. Und sehr schlecht geschossen an sich. Mittig rechts, mittelhoch nach rechts geschossen. So steht es aber 3:2 in der Verlängerung für Kaiserslautern gegen Aalen. Und dann geht es auch direkt... die Pause.
zweite Verlängerung. Natürlich hat sich ja nichts geändert, denn Nachspielzeiten werden nicht mehr angezeigt, da das muss man dann nachher nachlesen. Das werden wir auch am Ende dieses Parts noch machen, sofern denn alle anderen Spiele schon abgeschlossen sind. Auch schön. Matt Moore. Sieht da außen dick. Und das ist ganz stark gemacht. Das ist stark. Idrissou kommt allerdings nicht gut an den Ball. Und sie müssen sie wieder einfach nur so klären. Torrejon auf Jensen. Au, was ein Pass. Fast von Idrissou war's. Idrissou und Ocean kann man so schlecht erkennen, unterscheiden. Ich kriege den Ball auch nicht raus. Und Matmur, schlechter Einsatz. Ja, komm. Idrissou wieder. Na gut, sie gewinnen den Ball, aber verlieren auch dann direkt wieder. Matmur. Ocean. Gegen Jensen. Jensen jetzt mit Speed durch. Ist da jemand in der Mitte? Nein, da kommt keiner mal richtig an den Ball. Löwe, was macht Löwe da? Ich habe nichts gedrückt und er bolzt ihn einfach ins Aus. Denkt sich anscheinend, gut, gleich haben wir es geschafft, dann weg damit. 119. Minute. Knapper als es eigentlich hätte sein müssen. Es hätte in der 90. Minute schon das Tor geben müssen, als er dann in den Pfosten fällt. Aber so ist Fußball. Und durch ein Tor von Mo Idrissou in der 105. Minute mit einem äußerst verdienten Elfmeter besiegt Kaiserslautern den VfR Aalen mit 19:0 Schüssen aufs Tor. Doch noch. Und was labere ich? Es wird keine Verlängerung angezeigt. Doch, es wird eine Verlängerung angezeigt. Kräuter Fürth ist raus. Erzgebirge Aue gewinnt. Dann schauen wir uns jetzt nochmal den Rest an von den Pokalbegegnungen. Das ist ja recht interessant. So, es lädt. Anscheinend wird der Rest gerade simuliert. Und auf geht's. Gucken wir uns zuerst noch unser Turnierpreis an, was wir gewonnen haben. Wir bekommen 50.000. Sehr gut. Immerhin. 50.000 für uns. Und wo müssen wir hin? Tabellen. Das sind, glaube ich, auch Ergebnisse dann. Oder habe ich jetzt falsch gedrückt? Ja, ich habe falsch gedrückt. Tabellen, Top-Torjäger brauchen wir nicht, Begegnungen. Doch, hier was, Begegnungen. Alle Begegnungen, Ergebnisse anzeigen. Nicht erste Bundesliga. Deutscher Pokal, da haben wir es. Ach, es waren nur 4 Pokalspiele. Die haben wir auch alle gesehen. Dann nochmal zusammenfassen. Kaiserslautern gewinnt gegen Aalen 3:2. Köln gewinnt gegen Paderborn 2:1. 8:6 München gegen Ingolstadt sowie Erzgebirge Aue gegen Kräuter Fürth ebenfalls 2:1. Damit sind Aalen, Paderborn, Ingolstadt und Kräuter Fürth leider schon in der ersten Runde raus. Aber wie es dann jetzt in der Liga weitergeht, das erfahren wir zusammen im nächsten Part. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin. Ciao.